Hallo wieder einmal zusammen, liebe Mineralienfreunde, Freunde, Fossilensucher und alle, die es noch werden wollen. Heute geht es mal um etwas anderes, und zwar um die Mineralienreinigung. Am Beispiel von Oxalsäure. Den einigen vielleicht schon bekannt. Heute werde ich das mal ein bisschen vorführen, in der Hoffnung auf sehr gute Ergebnisse. Hab das schon mal etwas probiert. Werde gleich mal etwas dazu einbinden, ein paar deine Bilder. Wie das aussehen kann oder nicht aussehen sollte, wenn man das nicht optimal macht. Ja, vorher aber noch ein paar kleine Hinweise im Umgang mit Oxalsäure. Ich denke, das ist eine ziemlich starke Säure, wirkt auf jeden Fall toxisch. Daher eine Augenschutzbrille und Handschuhe, die nicht flüssigkeitsdurchlässig sind, insbesondere im Fingerbereich, ist auf jeden Fall zu empfehlen. Inwieweit man seine Kleidung schützt, ja, ist auch nicht schlecht, da vielleicht mal einen Gummikittel zu benutzen. Und auf jeden Fall sehr aufpassen auf die Augen, deswegen auch die Brille. Hier ist einmal ein Objekt, was ich vor längerer Zeit angesetzt habe. Das war ungefähr vor einem Vierteljahr. Hatte ich es angesetzt, allerdings mit eindeutig zu wenig Oxalsäure. Da habe ich mich noch nicht so genau mit dem Mischungsverhältnis auseinandergesetzt. Das Ergebnis war, ursprünglich wollte ich diese Rostflächen wegbekommen, weil hier hat man so kleine Kristallchen drauf von Rauchquarz und diese Flächen mit negativen, die wollte ich komplett von dem Eisenoxid befreien, weil genau dafür ist Oxalsäure nämlich gut geeignet. Hat nicht funktioniert, war definitiv zu schwach. Auch mit warmem Wasser hat man das nicht abbekommen. Über längere Zeit ist das verdunstet, weil es auch nicht abgedeckt wurde. Auch noch ein typischer Fehler. Ist natürlich nur noch so eine Art Kristalle übrig geblieben von der Oxalsäure. Das werde ich jetzt wieder komplett erstmal reinigen. Die restlichen Kristalle werde ich trotzdem mal komplett aufheben, werde ich ein bisschen ausfiltern von dem ganzen Schmutz, der drin ist. Und man sieht, ob man aus der Säure selbst noch, also aus diesen Resten, vielleicht sogar noch ein paar Kristalle züchten kann von der Oxalsäure selbst. Darum mal ganz interessant, was sich da herausbildet. Weil an einigen Stellen hat man schon richtige Kristallstrukturen entdeckt hier. Sieht man vielleicht hier ganz gut. Also Kristallstrukturen, die beim Verdunsten des Wassers entstanden sind aus der Oxalsäure. Vielleicht kann man auch richtige große draus gewinnen. Wobei man auch die Kristalle dann wieder sehr gut schützen muss. Also beim geringsten Feuchtigkeitskontakt werden die dann zu entsprechenden Säure und sind hautätzend. Also wie gesagt, sehr mit Vorsicht zu genießen. Es geht auf jeden Fall schon mal um diese Stücken, die ich mit der Säure reinigen möchte. Sieht man die ganzen Oxidschichten. Ich gehe vielleicht noch ein bisschen mehr ans Licht hier rein. Das ist fast ein bisschen zu grell. Sieht man die ganzen Rostschichten hier drauf, die will ich wegbekommen. Ja, das Stückchen hier. Und eben noch eine Stücke mehr, die ich mit in die Wanne reingeben werde. Ja, wie ihr, denke ich mal, ganz gut seht, ist das jetzt eine ganz andere Wanne. Hat den Hintergrund gehabt, bei der Reinigung von der Wanne sind mir einige Risse aufgefallen. Und ich dachte mir, okay, testen wir das Ganze mal. Und wie fast erwartet, ist bei Einfüllen von warmem Wasser, man kann sagen heißem Wasser, vielleicht 50 Grad Temperatur, ist die Wanne wunderbar durchgerissen. Konnte sie wegschmeißen. War vielleicht besser so gewesen, bevor man damit Säure rumhandiert. Ja, keine gute Idee gewesen, wenn das Zeug dann auf die Füße fließt. Da ja eine schöne größere Wanne, ist auch ein bisschen durchaus mit mehr Fassungsvermögen, bekomme ich wesentlich mehr rein. Nicht schlecht. Ja, ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, bevor ich hier was reinkippe, lege ich erstmal die Steine rein. Damit habe ich ja nicht das Problem, die Steine vorsichtig in das Wasser reinzulegen. Wobei vielleicht irgendwie ein Handschuh undicht sein könnte. Jedenfalls ist das Risiko definitiv geringer, sich in irgendeiner Form zu verletzen.
Deswegen lege ich den mal Stück für Stück hier rein. Moment, vielleicht den obersten. Am Ende wird das Ganze ja sowieso komplett vermischt. Aber das gibt man doch mal den größeren hier rein. Das Wasser wird sich auf jeden Fall seinen Weg suchen. Das mal wieder rein. Das große Stück, naja, da wären dadurch die kleinere Wanne doch besser gewesen. Zumindest die flachere Wanne. Wobei ich sagen muss, ob das Stück hier überhaupt lohnt, da was rauszuholen, ich schätze mal nicht. Da ist bestimmt noch ein paar andere kleine schöne Brückchen finden, die ich da mit reinlegen kann jetzt. Bevor ich das Ganze dann auffülle. Also ein bisschen eingeräumt. Da hat man da doch noch ein paar kleine Stückchen gefunden. Nur so zum Proben. Und jetzt fülle ich dann mal die Oxalsäure ein. Im Übrigen, zum letzten Mal hatte ich ja die Schale in einem Raum aufgebaut. Diesmal habe ich es vorgezogen, lieber nach draußen zu gehen. Mit einem einfachen Grund wieder mal. Weil es doch irgendwelche unangenehmen Gase entstehen sollten, ist man an der frischen Luft. Kann auch wieder definitiv weniger passieren als in einem geschlossenen Raum. Und was doch auch mal aus einem dummen Zufall heraus, was umkippen sollte, ist draußen auch wieder besser als drin. So, jetzt kommt das Wasser rein. Ich habe es diesmal auch nicht so warm gemacht wie bei dem anderen. Versuche mit der Glasschale. Da dürfte es auch diesmal nicht reißen. Man sieht schon, wie sich das ganz gut vermischt. Bisschen drüber laufen lässt. Braucht man jetzt auch nicht unbedingt gleich mit den Rührlöffel rein zu machen. Ich habe übrigens auch einen Schutzbrille auf. Also mir kann jedenfalls schon mal in dieser Richtung nichts passieren. Stück für Stück ganz langsam hoch auffüllen. Bisschen mehr rein, weil es schön unter Wasser steht. So. Man sieht, sind hier unten noch ein paar kleine Stellen mit nicht aufgelöster Oxalsäure. Das Ganze kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen ganz minimal schwecken oder mit dem Holzstab ein bisschen aufmischen. Jedenfalls immer so, dass man damit möglichst nicht in Kontakt kommt. Ich werde jedenfalls die Schale noch ein bisschen gut absichern, auch beschriften, ganz wichtig, wenn ich die wohin stelle, dass keiner auf die Idee kommt, damit irgendwas zu machen. Werdet jetzt mal dann die nächsten Tage immer wieder reinschauen, mal versuchen zu sehen, okay, hat sich da irgendwie was gelöst, hat sich nichts gelöst. Ja, schauen wir mal. Nach vielen Wochen des Einweichens bzw. Einwirkens der Oxalsäure in diesem Gefäß, den ganzen Brocken hier drin, ja, probieren wir doch jetzt mal zu sehen, was ist dabei aus gekommen überhaupt. Diesmal vor der herrlichen Winterlandschaft im Erzgebirge. Ja, genau. Schönes Panorama, ne? Das soll heute auch mal mein natürliches Licht sein. Ganz praktisch. So, einiges habe ich mal vorbereitet wieder. Etwas fürs erste Zeigen zum Reinigen. Eine Abtropfpfanne. Ja, man sieht schon, was es ist eigentlich. Aber auch noch so ein pH-Test, werde ich gleich noch was dazu erklären. Ein bisschen destilliert das Wasser. Ja, dann können wir eigentlich schon starten. Ich positioniere mal jetzt die Kamera etwas, ja, damit ich doch etwas mehr Bewegungsfreiheit habe. Da hätten wir hier zum Beispiel schon mal unsere pH-Tests. Kennt vielleicht der eine oder andere aus dem Aquariumbereich. Man werde ich jetzt erstmal schon mal testen, ne? Okay, ist denn hier noch ein Säuregehalt vorhanden, ne? Wie sieht es da aus? Mal eine gute Stelle suchen, um das zu testen. Ganz vorsichtig. Abklopfen. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie hoch hier noch der Säuregehalt ist. Denn entsprechend werde ich mir dann überlegen, ob ich die nochmal verwende oder doch erstmal entsorgen muss. Nun jetzt also der Vergleich. Mit was könnte es am besten übereinstimmen? Welcher Farbe? Hier
hier auf dem Vergleich. Ja, 7,2 wäre doch ganz passend. Vielleicht sogar 7,0 dazwischen, zwischen den beiden Farben. So, für 6,8, wenn ich es direkt live sehe, ist es noch zu dunkel. 7,2 schon fast ein bisschen hell. Ja, nehmen wir an, 7,0 könnte der pH-Wert sein. Heißt für mich wiederum, die Reaktionsfähigkeit von dem Medium ist jetzt ziemlich gering. Trotzdem werde ich das erstmal nicht probieren, diese Stücke unbedingt mit der bloßen Hand anzufassen, sondern schlägt die erstmal ins Abtropfbecken und spüle die dann ein bisschen ab mit destilliertem Wasser, damit auch keine neuen Minerale dazukommen. Sicherheitshalber habe ich mir auch hier drunter mal noch eine Folie gelegt. Man weiß ja nie, ob da irgendwelche Flecken auf das gute Küchenboard werden. Wäre nicht so toll. Nehmen das eine Stück mal hier raus, erstes Stück. Hier drauf. Vielleicht noch ein paar mehr drauf rausnehmen. Ja, ist jedenfalls, die Handtücher sind jedenfalls dicht. Auch schon mal ganz gut. Was haben wir noch alles drin? Noch ein großes Stück. Ja, das holen wir auch noch raus. Auftropfen lassen hier. Gut. Und die Quarzstücken. Naja, die wollen auch nur zum Vergleich der Wirkung. Da haben wir es erst nun, die Stücke, die jetzt hoffentlich etwas mehr zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sieht. Das sind ganz kleine Kristallchen hier. Ja, das Zoom. Vielleicht auch etwas zu hell gerade. Sieht jedenfalls aus, als wären das alles so ganz kleine Rauchquarzkristalle. Ich werde das Ganze jetzt mal übergießen. Und dann mal sehen, was sich da noch reinigen lässt. Hier gibt es auf jeden Fall einen ziemlich hartnäckigen Belag, den man so jetzt ohne weiteres nicht wegbekommt, auch wenn man es ganz vorsichtig bürstet. Ich will jetzt nicht groß herumspritzen mit der Bürste, wäre nicht zu zielführend. Und dem Licht ist vielleicht noch etwas besser. Sie sagen, also es hat sich auf jeden Fall etwas von dem Bräunlichen gelöst, aber bei weitem nicht alles. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das auf dem Kamerabild genau sehen kann. Der bräunliche Ton ist heller geworden, definitiv. Wie das hier live erkennen kann. Aber man hat das Gefühl, dass doch schon noch hartere Krusten mit dabei sind. Das, wenn man hier mal drauf geht, hier mal ganz nah. Lässt sich auch das Braune ein bisschen wegschieben, sieht man, ne? Das Braune doch ein bisschen hier weggeht. Das Wasser färbt sich braun auf jeden Fall. Vielleicht muss man das wirklich erst noch etwas kräftig bürsten, damit es hier alles weggeht. Ich werde das jetzt mal tun und euch mal dann das Ergebnis zeigen. Vielleicht kommt doch noch mehr hervor. So. Wie man hier am Schaum etwas sieht, löst man auf jeden Fall mit den Bürsten etwas von dem braunen Material ab. Allerdings kann man gleich dazu auch sagen, ohne mechanische Reinigung kommt man hier nicht aus. Da muss man schon noch etwas Kraft hinbeigeben bei dem Ganzen. Jetzt spiele ich mal das Ganze ein bisschen ab hier, den Schaum. Moment. Ja. So wahnsinnig viel hat sich jetzt nicht gelöst, aber es hat sich auf jeden Fall was gelöst. Ich werde mal mir noch überlegen, ob ich noch eine andere zielführende Chemikalie finde. Vielleicht sowas Simples wie Rostentferner. Eigentlich ist es ja fast dasselbe Oxalsäure.
Aber es gibt bestimmt noch andere Chemikalien, die da vielleicht effektiver wirken dürften. Ich werde noch ein bisschen weiter bürsten. Vielleicht bekomme ich ja noch ein bisschen mehr von dem Quarz hervor. Auch hier sieht man nochmal guten Unterschied zwischen dem weißen Schaum und dem richtig gebürsteten Schaum, wo also Material von der Oberfläche abgehoben wurde. Da schon auf jeden Fall bräunlich verfärbt, da eben nicht. Hier habe ich auch schon einiges gemacht. Man erkennt auf jeden Fall Stück für Stück auch besser die ganzen Pseudomorphosen, beziehungsweise die ganzen Negativflächen. Hier ebenfalls nochmal ein Vergleich, um zu unterscheiden, ja, wo wird jetzt gerade kräftig gebürstet, was kann man am Material abtragen. Da sieht man auf jeden Fall, dass die Oxalsäure doch schon etwas an Rost löst, beziehungsweise an Eisenoxiden löst. Zu erkennen eben an der braunen Verfärbung. Im Prinzip bürstet man letztlich so lange, bis nur noch weißer Schaum kommt, beziehungsweise so lange, bis sich nichts mehr von dem brünischen Material ablösen lässt. Und dann wird eben der Schaum wieder weiß. So, ja, sieht man jetzt schon wirklich kaum eine Verfärbung zu erzielen. Aber auch bei großem Druck, hier ebenfalls gemacht, kaum noch eine brünliche Verfärbung. Ich kann eigentlich sagen, das, was sich ablösen lässt, ist jetzt auch weg. Schauen wir also mal, ob das was gebracht hat, das Ganze. Ich spüle das Ganze jetzt noch etwas ab. Naja. Ist auf jeden Fall deutlich heller geworden, deutlich weißer. Wie man sieht. Kommt jetzt auch mehr so feinkristalline Sachen zum Vorschein. Ist wie gesagt alles Quarz, wie es aussieht. Was allerdings natürlich auch sein kann, was ich mir wirklich auch jetzt denke, ist, wenn ich hier einige Flächen sehe, bei denen diese braune Kruste schon komplett wegging, während sie an anderen Stellen nicht wegging, wäre es vielleicht zielführend, die Stücke mehrmals einzulegen, weil wenn die Krusten irgendwo ganz dick sind, kommt die Säure auch nicht bis in die Tiefe rein, in diese Krusten. Deswegen werde ich die Stücken, gerade die, die noch sehr belegt sind, noch mehrmals in diese Säure einlegen. Ich denke mal, gerade hier sieht man das. Hier geht es nämlich schon sehr gut weg. Hier haben wir eine saubere Fläche, oberhalb noch eine beschmutzte Fläche. Da sehen wir die kleinen Kristallchen hier. Die werden auch langsam immer deutlicher. Das wäre vielleicht wirklich nochmal eine Maßnahme. Bei diesem kleinen Quarz hingegen hatte ich diese braune Kruste komplett von selbst abgelöst. Da muss man nicht mal irgendwie was bürsten. Finde ich wirklich ganz nett. Sieht man die Spitze. Da ist alles weg von diesem braunen Belag. Wie man sieht, da ist nichts mehr drauf. Und hier haben wir unser letztes Stück. Aber wie man jetzt schon sieht, ist hier eine ganze Menge Material, was sich ablösen lässt. Das sieht man schon, ne? Ganz gut. Wird ordentlich braun, der Schaum. Da werde ich jetzt mal die große Fläche hier
möglichst so lange bearbeiten, bis das Ganze nur noch weiß schäumt. Dann wieder freispülen. Auch bei dieser großen Fläche zeigt sich das Ganze wieder. Ich habe jetzt mal nicht die schönen Stücke ausgewählt, sondern eher solche Stücke, wo man zeigen kann, wie Oxalsäure wirklich wirkt. Gutes Beispiel ist hier oben. Dort habe ich jetzt auch schon ordentlich gebürstet. Das sieht man schon im Vergleich zu dem unteren hier, dass dort wesentlich weniger braune Krusten vorhanden sind. Da sieht man schon deutlich den Quarz durch, während hier da noch ziemlich stark belegt ist. Und auch am Satz sieht man, was sich da so alles abgesetzt hat, abgelöst hat. Hier sind fast ein kleines Eisenteilchen. Ja, ist so einiges weggegangen. Zum Schluss also nochmal die gereinigten Stücke. Ich denke mal, man sieht schon den Unterschied zwischen dem Aussehen zu Beginn des Videos und wie sie jetzt aussehen. Gerade auch der große Brocken hier. Hier in diesem Bereich habe ich das jetzt nicht ganz wegbekommen. Aber an anderen Stellen schon deutlich mehr. Sieht man auch jetzt schon ein bisschen deutlicher die kleinen Quarzkristalle, ganz kleine Ecken. Ich werde da wieder, wie gesagt, nochmal ein Foto machen davon. Auch hier der Quarz deutlich weißer geworden. Hier kommen jetzt auch noch ein paar kleine Rauchquarz-Sachen zum Vorschein. Ja, ich denke mal, das Experiment ist schon etwas gelungen. Ich werde die Oxalsäure auch weiterhin benutzen für solche Zwecke. Weiß jetzt auch, dass ich mehrere Bäder machen muss damit. Vielleicht suche ich mir auch noch was anderes aus. In den USA gibt es zum Beispiel auch noch ein Mittel, das nennt sich Iron Out. Habe ich mal in einem Video gesehen von einem anderen Sammler. Mal sehen, wie das funktioniert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt auch was lernen dabei. Dem einen oder anderen hat es vielleicht auch was genützt für seine eigenen Mineralien. Ja, da würde ich mich von euch gerne verabschieden. Freue mich wie immer über viele Klicks, Likes und vor allem Abonnements. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.